Elefanten können sich damit duschen, bei Pinocchio dient sie als Lügendetektor. Clowns können damit werfen. Und bei Menschen kann sie bei Schnupfen laufen und man meint, dass ihre Größe auch auf die Größe gewisser anderer Körperteile schließen lässt. Abgesehen davon ist die aber zum Atmen und Riechen da. Unsere Nase. Mehr darüber jetzt. Von außen betrachtet ist die Nase meist mitten im Gesicht. Jedenfalls sollte das sein. Sie hat eine Nasenwurzel, einen Nasenrücken, eine Nasenspitze und Nasenflügel. Dann natürlich die zwei Nasenlöcher mit der Nasenscheidewand dazwischen, hier im Computer Tomographie-Scan sichtbar. Im Inneren gibt's dann den Nasenvorhof. Der geht über in die Nasenhaupthöhle und die geht über in den Nasenrachenraum. In die Nasenhaupthöhle ragen je drei Nasenmuscheln. Das sind Ausstülpungen, wie man im CT-Scan wieder gut sehen kann. Sie unterteilen die Nasenhaupthöhle nochmal in die Nasengänge. Die unteren beiden sind mit respiratorischem Flimmerepithel ausgekleidet, also einer Schicht von Deck- oder Drüsengewebe mit Flimmerhärchen. Das sind eigentlich keine richtigen Härchen, sondern feine Zellfortsätze, auch Kinozilien genannt. Dieses Epithel dient zur Erwärmung, Anfeuchtung und Reinigung der Atemluft. Also eine Funktion der Nase ist natürlich das Atmen. Was die Knochen angeht, so gibt es das Nasenbein. Die Knochen an der Seite gehören zur Maxille, dem Oberkieferknochen. Dazu gehört auch die Ausstülpung der unteren Nasenmuschel. Die oberen beiden Nasenmuscheln werden vom Siebbein gebildet. Für die Struktur der vorderen Nasenhälfte sind Knorpel verantwortlich und zwar hauptsächlich je Seite ein Dreiecksknorpel und ein Flügelknorpel. Außerdem gibt es einen Knorpel in der Nasenscheidewand. Der oberste und unterste Teil der Nasenscheidewand wird übrigens wieder aus Knochen gebildet. Oben wird die Nasenhöhle von der Siebplatte des Siebbeins und unten von der Gaumenplatte des Oberkieferknochens begrenzt. Jetzt aber zur zweiten wichtigen Aufgabe der Nase, dem Riechen. Wozu riechen? Das kann helfen beim Auffinden und Beurteilen von Nahrungsquellen. Also, wenn's übel riecht, kann man es nicht essen, außer es ist eine Durian. Es hilft beim Bemerken von Gefahr. Die Lehrerin mit dem strengen Parfum riecht ihr schon von weitem. Und mit Gerüchen können Lebewesen auch kommunizieren, ob bewusst oder unbewusst. Im Dach der Nasenhöhle, am Oberrand der oberen Nasenmuschel und gegenüber an der Nasenscheidewand befindet sich die Riechschleimhaut. Sie besteht aus Stützzellen, Basalzellen und Riechsinneszellen. Die Riechschleimhaut bedeckt ungefähr eine Fläche von 2x5 Quadratzentimetern und insgesamt sind da um die 30 Millionen Riechzellen drin. Eine ganze Menge. Oben an den Riechzellen ragt ein Riechkegel oder Riechknöpfchen mit längeren Riechgeißeln, auch Zilien genannt, hervor. Von diesen Zilien sind ca. 5 bis 20 an einem Knöpfchen und sie stecken in einer Schleimschicht und bilden da ein Geflecht. Der Schleim wird von bestimmten Schleimdrüsen produziert. Er dient dazu, Geruchsmoleküle aufzunehmen oder auch weiter zu schwemmen, um neuen Gerüchen Platz zu machen. In ihm sind sogar bestimmte Eiweiße enthalten, die Geruchsstoffe zu den Riechgeißeln bringen. Denn auf denen sitzen die Rezeptoren für die Geruchsmoleküle. Und davon gibt es ungefähr 1000 verschiedene, wobei eine Zelle auch meist nur einen bestimmten Rezeptortypen hat. Je Typ gibt es dann einige 1000 Sinneszellen über die gesamte Riechschleimhaut verteilt. Die Zellen der Riechschleimhaut werden beim Menschen alle 30 bis 60 Tage erneuert. Und das passiert mithilfe der Basalzellen. Es sind nämlich Stammzellen, die sich teilen und zu den Riechsinneszellen entwickeln können. Die alten Zellen sterben durch Apoptose, den programmierten Zelltod. Sozusagen Selbstmord der Zellen. Die Axone, also die Fortsätze der Riechzellen, bilden jetzt den Riechnerv. Eigentlich mehrere dünne Riechnerven. Die werden aber zusammengefasst und gelten als ein Hirnnerv. Diese vielen Riechnerven gehen jetzt durch den Siebbeinknochen hindurch zum Riechkolben, der schon Teil des Gehirns ist. Es gibt übrigens für jedes Nasenloch einen Riechkolben. Im Riechkolben werden die Signale von den Sinneszellen auf andere Nervenzellen, die Mitralzellen, umgeschaltet. Bis zu 1000 Axone enden an einer Mitralzelle. Und zwar wird der Input von Riechzellen mit gleichen Rezeptoren hier zusammengefasst. Diese Umschaltstellen bilden sogenannte Glomeruli. In einem Glomerulus sind aber Fortsätze mehrerer Mitralzellen, nicht nur einer, wie hier abgebildet. Doch eben immer noch von viel, viel weniger Mitralzellen als Sinneszellen, von denen der Input kommt. Die Fortsätze der Mitralzellen bilden dann den Riechstrang oder die Riechbahn, die tiefer ins Gehirn führt. Beide Riechkolben sind über die vordere Kommissur verbunden.
Normalerweise führt der Sinnesorgan-Input immer über den Thalamus in die Großhirnrinde. Denn der Thalamus ist so etwas wie das Tor zum Bewusstsein. Das filtert, was zur Großhirnrinde und damit ins Bewusstsein gelangen soll. Der Geruchsinput gelangt aber direkt und damit ungefiltert zu mehreren Gebieten in der Großhirnrinde. Diese Gebiete nennt man dann Riechrinde oder Riechkortex. Hier der ungefähre Ort der Riechrinde nochmal von unten. Die Riechrinde hat eine enge Verbindung zum limbischen System hier in Bund. Und das steuert Triebverhalten, Emotionen, Motivation, Aufmerksamkeit, Assoziation und Gedächtnis. Je nach Gebiet und wie diese weiter verbunden sind, passieren unterschiedliche Dinge mit der Geruchsinfo. Zum Beispiel Duftunterscheidung, emotionale Einfärbung. Also wenn es bei unseren Lieblingsomas früher immer nach Wunderbäumchen gerochen hat, dann fühlen wir uns gleich wohl, wenn wir ein Wunderbäumchen riechen. Duftgedächtnisbildung, aber auch Abstimmung mit dem Geschmackssinn. Denn Geruchs- und Geschmackssinn sind eng miteinander verbunden. Bei manchen Sachen, die wir essen, macht einen Großteil des Geschmacks eigentlich der Geruch aus. Geschmacks- und Geruchsinfo verarbeitet unser Hirn teilweise in denselben Regionen. Insgesamt können wir ungefähr 10.000 Gerüche unterscheiden und uns merken. Und das, obwohl wir nur so 1.000 verschiedene Geruchsrezeptoren haben. Aber wahrscheinlich kann ein Stoff an unterschiedliche Rezeptoren binden und so ein bestimmtes Geruchssignalmuster ergeben, je nachdem welche Rezeptorarten er wie stark aktiviert. Es ergeben sich ein paar sogenannte Geruchsgrundqualitäten, in die man Gerüche einteilen kann. Blumig, zum Beispiel Rosenduft, ätherisch, riecht zum Beispiel nach Birnen, moschusartig, riecht nach Moschus, kampferähnlich, riecht grob nach Eukalyptus, faulig, zum Beispiel faule Eier, schweißig, als Schweiß und stechend, zum Beispiel Essig. Aber wie ihr schon merkt, ist diese Einteilung auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Geruchsaktive Stoffe sind meist klein und besser fett als wasserlöslich. Von ihrer Struktur hat man es noch nicht geschafft, auf den Geruch zu schließen. Ähnliche Moleküle können ganz anders riechen. Ihre Konzentration muss über der Wahrnehmungsschwelle liegen, damit man einen Geruch bemerkt. Damit man ihn erkennt, muss die Konzentration noch 10-mal höher sein. Eine unterbewusste Wahrnehmung von Gerüchen ist übrigens möglich. Und der Geruchssinn kann adaptieren. Das heißt, man gewöhnt sich an einen bestimmten Geruch und riecht ihn dann viel weniger stark oder auch fast gar nicht mehr. Ihr merkt zum Beispiel erst, wie es in eurem Klassenzimmer gestunken hat, wenn ihr zwischendurch mal raus in der Pause wart. Während ihr drin saßt, ist es euch gar nicht mehr aufgefallen. Am Riechen von stechenden und beißenden Gerüche sind übrigens auch freie Trigeminusnervenden beteiligt. Und jetzt was ganz Verrücktes. Es gibt das Jacobson- oder auch Vomeronasalorgan. Das liegt ungefähr hier in der Nase. Mit dem können Säugetiere unbewusst bestimmte Gerüche und Pheromone von Artgenossen wahrnehmen. Es spielt zum Beispiel eine Rolle beim Sexualverhalten und bei Klärung des sozialen Statuses. Inwieweit es bei Menschen funktioniert, ist nicht so ganz geklärt. So, jetzt habt ihr bestimmt die Nase gestrichen voll, oder? Okay, schlechter Witz. Falls ja, dann guckt doch unser Video über den Aufbau des Auges an oder das übers Gehör. Was ist denn das ekligste, was ihr je gerochen habt und was ist euer Lieblingsgeruch? Schreibt es in die Kommentare. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert nicht vergessen. Also immer der Nase nach und bis bald. Ciao.